Hallo und herzlich willkommen zu einem Ostermod-Special. Und zwar könnt ihr es ja am Bild schon sehen, es geht hier um StarCraft Mass Recall, eine Brood War Campaign Remake. Das heißt, wir haben hier innerhalb von StarCraft 2, habe ich mir eine Mod installiert, mit der ich StarCraft 1 und dessen Erweiterung Brood Wars spielen kann. Wie ihr das Ganze bei euch selbst installieren könnt, da packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung, die zu der englischsprachigen Forumsseite gehört, wo ich das Ganze runtergeladen habe, wo ich das Ganze gelernt habe, wie man das installiert und so weiter und so fort. Das heißt, falls ihr jemals mit dem Gedanken gespielt habt, StarCraft 1 zu spielen, das aber euch nicht kaufen wollt oder es nicht mehr gefunden habt, irgendwo zu kaufen oder sonst irgendwas. Mit Mass Recall könnt ihr das Ganze spielen, und zwar in der Grafik von StarCraft 2. Und ich habe es allerdings leider nicht geschafft, die Videosequenz zum Laufen zu bringen, heute Abend. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht macht ihr es ja besser. Aber auf jeden Fall, wenn wir mal reinschauen in die erste Kampagne, Rebellion. Das ist die Menschenkampagne. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hohe Orbit um, konföderierte Grenzkolonie, ciao Sarah. Das ist jetzt die eigentliche Videosequenz. Ich habe kein Bild, aber wir haben Ton. Allerdings ist die Videosequenz nur mit Ton nicht so wirklich toll. Vielleicht schaffe ich es ja, das irgendwie hinterher noch reinzuschneiden, das irgendwo herzukriegen. Bezweifle es aber. Jetzt im Moment zumindest mal. Aber ich werde mal was versuchen. Und ich breche die Videosequenz jetzt ab und dann kommen wir gleich zur ersten Mission. Kasernenhof, Büro des Koloniemagistrats, Kolonie Marsara, 225 KSZ, 12.12.2499. Oh, ein Hotkey-Profil-Konflikt. Terraner-Kampagne, Rebellion. In den 10 Jahren seit dem Ende der Gildenkriege behauptete die mit harter Hand regierende Terranische Konföderation unangefochten ihre Macht im kolonisierten Weltraum. All dies änderte sich jedoch starkartig vor 4 Tagen, als eine riesige Alien-Flotte aus dem Warp-Raum kam und Tod und Verwüstung über die völlig unvorbereitete konföderierte Welt Chao Sara brachte. Die Konföderation befürchtet nun, dass das nächste Ziel der Invasionsflotte die Kolonie Marsara sein könnte und hat sie losgeschickt, um dies zu verhindern. Als amtierender Magistrat müssen sie die Kolonisten beschützen und dafür sorgen, dass die Panik nicht noch höhere Wellen schlägt. Das, was hier jetzt gerade beschrieben wurde, ist das, was wir eigentlich gesehen hätten im Video. Da waren ein paar Terraner, haben irgendwie so ein, ja, sagen wir, ein explodiertes Schiff oder sowas im Orbit eines Planeten untersucht und sind dann eben von einer aus dem Warp-Raum kommenden Flotte vernichtet worden. Ja, so fängt das Ganze an. Und man weiß am Anfang überhaupt gar nicht, ja, was ist denn da jetzt eigentlich, ja, wo schießt es denn her? Und wer schießt und warum überhaupt und so weiter? In StarCraft 2 ist es von Anfang an etwas klarer, aber hier ist es halt noch so, okay, wir wissen eigentlich noch überhaupt gar nichts. Aber das wird sich gleich ändern. Willkommen auf Marsara, Magistrat. Das Material für die von Ihnen gewünschte Vorführung ist bereit und kann jederzeit betrachtet werden. Um die Demonstration zu beginnen, wählen Sie einfach Start an. Sie überspringen die Demonstration, indem Sie Überspringen anwählen. Okay, also hier gibt es jetzt dann keine wirkliche Besprechung im Moment, sondern es ist einfach wirklich die erste... Sie Start, wann immer Sie bereit sind. Ja, werde ich tun. Ich bin dann gleich soweit. Ist einfach nur... quasi, ja, wie funktioniert das Spiel, was muss man denn da machen? Mehr gibt's nicht. Versorgungs- und Wartungsplattform, niedriger Orbit über Marsara.
Irgendwann auch. T280 WBF ist das wichtigste Element bei allen Bau- und Sammeloperationen in feindlicher Umgebung. Alles Roger. Um eine blühende Kolonie zu errichten, benötigen Sie mehrere WBFs. Zusätzliche WBFs können Sie in der Kommandozentrale bauen lassen. Jawohl, werden wir dann auch tun. Auf jeden Fall, das ist quasi wie ich die absolut erste Mission, die es überhaupt gibt. Das ist unser WBF, im Englischen SCV. Und da bauen wir doch einfach nochmal, einen können wir im Moment bauen. Personal auszurüsten, müssen Sie über genügend Versorgungsdepots zur Unterstützung dieses Personals verfügen. Deswegen bauen wir gleich nochmal ein Versorgungsdepot. Zusätzliche Versorgungsdepots zu errichten. So. Ihr seht, da steht Workers, also das Ding ist nicht... Unser Vorrat an Mineralien ist aufgebraucht. Ja. Wählen Sie ein WBF und benutzen Sie bei den Kristallen den Befehl Sammeln, damit mehr Mineralien gesammelt werden. Diese blauen Kristalle sind die Quelle für Mineralien. Benutzen Sie Ihre WBFs, um weitere Mineralien zu sammeln. So, also ihr seht hier Workers 1, also der Mod ist nicht komplett ins Deutsche übersetzt worden. Sondern halt, ich sag mal, das Wichtigste ist übersetzt. Und die meisten Sachen sollte man eigentlich als, ich sag jetzt mal, normaler Mensch, der halbwegs des Englischen mächtig ist, sollte das eigentlich kein größeres Problem darstellen. Und wie gesagt, ist hier wirklich, also jetzt gerade wirklich die allererste Einführungsmission. Die Macher dieser Mod haben sich, soweit ich das beurteilen kann, sehr ans Original gehalten. So, also dieses ganze Geschwafel von den Marines gab's auch im Original. Genauso, also sind, ich glaube ich, die originalen Sounddateien, die da mit eingebaut wurden. Und ich bin jetzt eigentlich, ich laufe jetzt hier mit denen eigentlich nur rum, um mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Denn wir brauchen noch einiges an Mineralien und auch an WBFs. Gut, also an WBFs nicht, aber wir sollen ja 3 Versorgungsdepots bauen, eine Raffinerie und 100 Vespingas sammeln. Also brauchen wir schon noch ein paar WBFs und auch ein paar noch ein paar WBFs zum Mineralien sammeln, zum Gas sammeln, natürlich. Und solange unsere WBFs da das Zeug sammeln, gehen wir hin und laufen eben mal mit den laufen da mal mit den Marines mal ein bisschen rum. Jetzt können wir hier das Ding bauen. Durchgeladen und entsichert. Und ja, also wer schon immer mal Interesse an der Story hatte, die vor StarCraft 2 war, dem kann ich diesen Mod nur empfehlen, wenn ihr den StarCraft 2 habt. Vielleicht gibt's auch StarCraft, auch also den original ersten Teil, irgendwo noch bei Good Old Games oder so, für relativ billiges Geld zu haben. Ich hab, ich hab ja auch das Original von... In der Raffinerie wird Vespingas verarbeitet und in eine Form gebracht, die sie mit ihren WBFs transportieren können. Ja, sehr schön. Dann machen wir das noch. Dann bauen wir gleich noch 3 WBFs. Was soll ich sagen? Ah ja, genau. Also ich habe meine Originalversion von StarCraft 1 habe ich damals aus der GameStar kommt. Das war da mal dabei mit Brood Wars, glaube ich. War auch dabei. Oder war Brood Wars in einer anderen Zeitschrift drin? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ich habe beides im Original. Und es lief auf Windows 7, glaube ich, lief's mehr schlecht als recht. Also mit Grafikfehlern und allem drum und dran.
So, du baust gleich mal noch ein Versorgungsdepot. Und du sammelst noch Mineralien. Und wenn wir dann damit durch sind, dann haben wir die Mission eigentlich schon geschafft. Also es ist ja eigentlich keine richtige Mission, sage ich mal. Sondern es ist eigentlich mehr eine Einführung. Viel mehr ist es ja nicht. In die Einführung, wie so ein Spiel eigentlich funktioniert, dass man da rumklicken kann. Dass man da Zeug bauen kann, dass man die Jungs da rumschicken kann und so. Und du bist, ja, ich habe insgesamt 10 Lebenspunkte verloren. Damit ist die Vorführung zu Ende. Auf der Basis Marsara erwartet sie jetzt ein Buffet und auserlesene Getränke. Vielen Dank. Da freue ich mich schon drauf, auf das Buffet mit den Getränken. So, ihr seht, hier oben ist diese Flagge mit der Faust drin, ist glaube ich nicht im Original dabei. Und ja gut, diese Statistik war auch im Original dabei. Ich weiß es nicht, wie sehr die im Original ins Detail ging, aber ich glaube nicht sehr. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich mal die zweite Mission noch an. Ödland, Büro des Koloniemagistrats, Kolonie Marsara. Ja, ja, Hotkey-Profil, ich weiß. Adjutant online. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chausara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie geschlossen wird. Während Sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Hier die Wiederholung. Guten Tag, Magistrat. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften, Alpha Squadron. Die Konföderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Ende der Übertragung. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshall aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt zum Ödland zu begleiten. Okay, ihr seht, hier kommt schon mal James Rayner rein, der im StarCraft 2 eine wirklich sehr führende Rolle übernimmt. Und wenn später noch, also wir würden später, wenn wir es durchspielen würden, noch andere Persönlichkeiten, die wir auch in StarCraft 2 wiedersehen, wieder treffen. Außenposten der kolonialen Miliz Marsara Ödland. So, das sind also unsere Einheiten. Wir haben 5 WBFs und 5 Marines. Und müssen jetzt zuallererst mal James Rayner suchen. Bin mal gespannt, ob hier auch wieder irgendwo Zerg rumlungern. Wenn, dann können es ja höchstens ein, zwei Zerglinge sein oder so. Ja, aber das ist der Job der Konföderation. Ah, das ist ja James Rayner. Hallo Männer, ich bin Jim Rayner, der Marshall hier. Lasst euch von den dämlichen Konföderierten da hinten nicht an den Karren fahren. Ich würde sagen, denen hat die Hitze ein bisschen das Gehirn gegrillt. Also, wenn ihr soweit seid, dann mal Abmarsch. Go ahead, Commander. Right, so, Rayner muss überleben. Das sollte nicht allzu schwierig sein. So, holen wir mal die WBFs mal ein bisschen zurück. Und greifen hier mal dann direkt an. So,
So, dann müssen wir eigentlich gerade hier hinkommen. Wir haben ein bisschen mineralisch, aber das hier ist ja relativ wenig. Das war im Original dann genauso. Sag mal, Moment, du reparierst erstmal Rainer. Nichts, dass der hier mir noch abnippelt. Jetzt haben wir natürlich neue Bauoptionen bekommen, wie es ja auch im normalen StarCraft 2 auch so war. Da kam ja zuerst nur ein paar und im Laufe der Zeit kamen dann immer mehr dazu. Wir müssen jetzt ganz dringend eine Kaserne bauen. Was damals bei Rainer auch so war, der hatte eben diese Spinnenminen und die werden wir jetzt mal ein bisschen verteilen. Da mal eine hin. Legen wir mal auch hier mal noch eine hin. Ich habe jetzt keine Ahnung über den Aufbau der Karte. Bin mir nicht sicher, wo jetzt da die Zerg dann herkommen können. Und legen wir hier mal noch eine hin. Auf jeden Fall ist es, also es spielt sich auch im Original so wie StarCraft 2. Und ja, ist einfach auch ein tolles Spiel. Was haben wir? Okay, also wir haben eine Spinnenmine jetzt bereits verloren. Und müssen recht relativ schnell relativ viele Marines ausbilden. Ich hoffe, dass der bald fertig ist mit der Kaserne. Wie ihr wahrscheinlich auch bemerkt habt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber wenn ich jetzt Jim Rayner anklicke. Rayner hier. This is Jimmy. Er spricht zu uns auf Englisch. Was es aber nicht allzu schlecht ist. So, bauen wir gleich mal. 4 Stück. Und den Sammelpunkt legen wir hier in Quest. Hier geht mal dahin, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, ob von da unten noch was kommt. Von da oben kommen sie, von da auch. Also, jetzt bilden wir erstmal unsere 10 Marines aus. Und dann können wir wirklich nur Marines bauen. Und dann schauen wir, was da kommt. Können wir gleich nochmal 2 Stück mehr machen. Ein paar mehr zu haben, ist nie verkehrt. Ah, warum arbeitest du nicht? Ja, also üppig sind unsere Mineralien nicht. Aber wir werden damit schon zurechtkommen. Normalerweise setzt Blizzard ja da eigentlich immer deutlich mehr Mineralien hin, als man braucht. Okay, wir müssen uns also auf jeden Fall auch um diese Gegend hier kümmern. So, einer noch. Dann haben wir's. So, ihr bleibt auf jeden Fall da mal stehen, falls von da oben noch was kommt. Und Rainer könnten wir eigentlich... Aber Rainer ist ja stark, hat relativ 300 Hitpoints. Sollte eigentlich reichen. Ach, schon gewonnen, okay. Ich dachte eigentlich, dass dem nicht so noch weitergeht, aber okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich nochmal die nächste Mission an. Und wenn die dann geschafft ist, werde ich dann dieses Oster-Mod-Special beenden. Mission heißt Außenposten. Wir sind wieder im Büro des Koloniemagistrats in der Kolonie Masara.
Ja, Hotkeys. Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Hey, was ist los, Jungs? Ich habe eure Flüchtlinge richtig gemütlich untergebracht. Falls ihr weiteren Überraschungen von euren konföderierten Freunden aus dem Weg gehen könnt und wir die Jungs von diesen Viechern fernhalten können, dann sollte eigentlich alles in bester Ordnung sein. Roter Alarm. Backwater Station wird von unbekannten Organismen angegriffen. Notsignal aktiviert um 06:58. Alarmiere Hauptquartier der Konföderation auf Tarsonis. Achtung, empfange Übertragung. Wir haben das Notsignal vom Backwater bereits empfangen. Wir werden uns darum kümmern. Ihr bleibt, wo ihr seid. Wenn wir glauben, dass für euch etwas wichtig sein könnte, werden wir euch schon informieren. Verdammt! Hört mal zu. Wenn wir warten, bis die Konföderation Verstärkung schickt, ist die Station im Eimer. Ich werde mal rausfahren und sehen, ob ich helfen kann. Ihr schickt einen Teil der Miliz los und wir bringen die Leute da in Sicherheit. Vertraut mir. Ende der Besprechung. In dieser Mission müssen wir dann einfach die Verseuchung durch die Aliens auslöschen und Rayner muss natürlich überleben, sonst könnte er ja in Teil 2 gar nicht mehr dabei sein, ne? Was ich übrigens vorhin noch sagen wollte, aber nicht gesagt habe, ist, dass der General Duke hier, der sah in Teil 1 ganz anders aus. Also wirklich völlig anders. Rayner auch. Und der Adjutant sah, ja, so ungefähr gleich aus. Wir werden dann mit Sicherheit würden dann später, wenn wir den weiterspielen, würde man dann später mit Sicherheit noch einige andere ge- oder veränderte Porträts von bekannten Charakteren sehen, aber soweit kommen wir nicht. Wie gesagt, im Spiel ist noch diese eine Mission zu Ende und dann werden wir das Oster-Special beenden. Basis der kolonialen Miliz, Backwater Station, Marsara. Dann ist das schön, euch zu sehen, Jungs. Dann wollen wir mal für ein bisschen Action sorgen. Ja, aber gerne doch. So, hier haben wir jetzt dann von Anfang an eine Kaserne. Und haben auch ein bisschen was an Versorgung. Allerdings nicht allzu viel. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal ein paar Spinnenminen aus. Eine mal hier, dann vielleicht mal eine da. Und da unten brauchen wir, glaube ich, nichts hinlegen. Könnten da mal noch eine hinlegen. Ja, super. Von der eigenen Spinnenmine halb getötet. Ist ja super. Läuft ja super. Naja gut. Das sollte kein allzu großer Rückschlag sein. Was wir brauchen sind Marines, Marines, Marines. Ohne Ende Marines. Jetzt sagen wir, bereinigen gleich mal diese Gegend hier. Falls da überhaupt was ist. Nein, da sind auf jeden Fall keine Zerg. Haben wir denn da oben welche? Da haben wir schon ein bisschen was. Okay, da, von da kann also nichts mehr kommen. Können wir da... Was zum Teufel ist denn das? Sieht ja aus, da haben wir gleich mal Creep. Also, wie heißt es im Deutschen? Kriecher.
Und das müssen wir auf jeden Fall auslöschen. Ich bin mal gespannt, ob das hier so reicht. Wir speichern mal. Und fahren da einfach mal hin und hauen da einfach alles kaputt. Oh, es sind aber vielleicht doch ein paar mehr, als ich ursprünglich dachte. Okay, Rainer, komm du mal hierhin zurück. Du reparierst mal den Rainer. Okay, haben wir da noch mehr? Sieht nicht so aus. Oh! Eine neue Basis gefunden. Die Dinger dürften hier schon eine ganze Weile stehen. Könnten aber nützlich sein. Bringen wir mal unsere Leute mal in die Bunker. Und haben wir auch jetzt eine neue Einheit erhalten, die Feuerfresser. Und die lassen wir einfach mal da stehen. So. Du machst hier weiter. Und da oben haben wir jetzt zwei Kasernen noch. Haben hier eine Akademie. Mit der wir natürlich gleich mal die besseren Patronen erforschen. Ihr zwei arbeitet, hallo. So. Dann bauen wir auch gleich mal nochmal zwei Arbeiter, die wir natürlich auch gleich hier hinschicken. Und wir haben nicht allzu viele Ressourcen. Du gehst mal hier hin und baust mal eine Raffinerie, bitte. Während du erstmal hier reparierst. So, alle mal auf automatisch reparieren stellen. Und womit kann ich eigentlich... Nein, wir können keine Bunker bauen, aber dafür einen Maschinendock könnten wir bauen. Wir können Sanitäter bauen, sehr schön. Bauen wir doch gleich mal zwei Stück. Die könnten wir eigentlich mal da hinstellen. Ja, die Feuerfresser sind gar nicht so ineffektiv. Wir werden es noch ein bisschen brauchen, um unsere Armee entsprechend aufzustocken. Wir können jetzt schon mal 4 Marines nochmal bauen. Wenn wir dann genug Leute haben, walzen wir einfach mal da durch. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier noch einen Bunker hinbauen. Wollen wir hier auch nochmal zwei, die lassen wir da einfach hier stehen, damit sie das Ganze hier nämlich dann schön verteidigen können. Ja, Mineralien sind relativ knapp. Aber ich hoffe, dass wir dann doch trotzdem durchkommen. Ja, da geht's schon wieder weiter. Ich würde mich gerne hier so eine ganze Bunkerpalette hinbauen. Hörst du, könntest hier mal ein bisschen was reparieren. Ist wirklich schade, dass ich keine Bunker bauen kann. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ah, du bist fertig, sehr schön. Ja, da brauchen wir nämlich auch noch ein paar. Machen wir hier mal noch einen Sanitäter und nochmal 4 Marines zu. Ich würde gerne hier auch nochmal 4 Stück bauen, dann könnten wir da mal loslegen.
Aber das Ganze dauert halt leider immer ein bisschen. Ich sollte hier unten dann schon mal für ein bisschen mehr Gesundheit sorgen. Ja, da unten haben wir es bald keine Mineralien mehr. Benötigt Basis wird angegriffen. So, das heißt so erstmal meine Gruppe 1. Und die zwei kamen noch dazu. So, und mit denen marschieren wir jetzt da mal durch. Vielleicht den Sanitäter nicht ganz nach vorne, hm? Ach, wir brauchen weitere Depots. Okay, dann bauen wir halt Depots. Ja, aber bau... Na, lauf rum. Und bau mal ein Depot. So, okay, die Jungs sind wieder fit. Lauf mal da runter. Okay, wir müssen auf jeden Fall da runter. So, gehen wir mit dem mal wieder zurück. Und den müssen wir mal noch ein bisschen aufstocken. Und dann legen wir da auch noch zwei Sanitäter mit dazu. Dann müssen wir da oben müssen wir auch mal noch aufräumen. Ah, warum arbeitest du nicht? So, die mal Gruppe 2. Und lassen wir die mal hier hochlaufen. Schauen wir, was es denn hier oben so gibt. Ich könnte sie dahin mal stellen. Dann müssten die mit den Leuten, den Zack unten eigentlich relativ gut klarkommen. So, da oben geht's schon wieder ab. So, geht ihr mal hier hoch. So, Gruppe 2, ihr... So, jetzt haben wir das ja auch geschafft. Jetzt gehen wir mit denen mal hier hin. Und ich hätte hier eigentlich gern doch noch ein paar Leute mehr. Mal noch zwei Sunnies und drei von denen und ziehen wir die Gruppe mal wieder hier hin zurück. So, ihr seht, ich bin immer noch eher vorsichtig unterwegs. Und jetzt erforschen wir das hier mal noch ein bisschen weiter. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Verstanden. Ja, super, jetzt sind sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Na gut, oh, da sehe ich Mineralien. Können wir da vielleicht noch eine zweite Basis hinklatschen? Hier war ja keiner mehr übrig, der Zerg, ne? Nein. Wir kommen hier aber sonst auch nicht durch. Geht nur da hoch, okay. Also, gehen wir hier wieder zurück. Und gehen mit der Gruppe 2, wo noch ein bisschen was fehlt. Was? Wir könnten doch da oben. Mit dir. So, du gehst mal hin und baust mal
eins und vielleicht noch ein zweites Depot. Dann gehst du wieder an die Arbeit. Und du da unten, du baust mal einen Maschinendock, baust mal dahin. Nicht, dass ich jetzt hier jetzt unbedingt viel erforschen wollte. Aber wir brauchen ja leider noch ein bisschen. Ja, repariere du mal. Ich meine, im Original wäre der Bunker hier ein bisschen weiter vorne gewesen. Bin mir aber nicht sicher. Das kann ich euch so jetzt nicht sagen. So, lassen wir die 5 noch fertig bauen und dann müssten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, um quasi bis hierhin zu diesen Mineralien zu gelangen. Dann müssen wir ja da runter und dann irgendwo da wieder hoch oder so. Und dann könnten wir da vielleicht noch eine dritte Basis hinbauen. Eventuell vielleicht. Müssen wir dann mal gucken. War das hier? Ne, das war dann da oben. Also noch 76, 400, 1100. Also du könntest eigentlich auch wieder mal in die Arbeit gehen. So, wir haben noch 4 und 94, die werden wir auch noch auf jeden Fall... Ja... So, Salvator gehen wir nach hinten, die zwei gehen wir nach vorne. Du mal dahin, und die dahin, und hier geht mal dahin. So. Jetzt haben wir das so, wie ich das gerne hätte. Und da kommt noch ein Sunny dazu, und dann gehen wir mit der Gruppe mal hier durch. Das Ganze könnte man natürlich auch deutlich schneller spielen, also wie immer, wenn ich schnell sowas spiele. Man könnte es immer schneller machen. Aber ihr wisst ja, ich spiele dann eher gern gemütlich und äußerst unhektisch. So, zum Glück stehen die Leute, meine Leute da oben und nicht unten. Ich bin trotzdem fast einen verloren. So, gehen wir mal da hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, unsere Basis ist okay. Okay, da haben wir noch einen Vespin, der ist hier. Okay, also von hier unten, da haben wir jetzt inzwischen alles geklärt, alles vernichtet, was da war. Können wir da hin? Nein, können wir nicht. Okay, das heißt, von da unten kommt also nichts mehr. Das heißt, wir können unsere Jungs mit denen da hochschicken. Und also eigentlich könnte man im Maschinendock auch mal unsere Waffen und unsere Panzerung upgraden. Ist im Prinzip völlig unnötig jetzt noch. Aber wir machen es trotzdem mal. Da werden wir Gruppe 2 und Gruppe 1 gleich mal zusammenlegen. Und mit der, wenn wir dann vorwärts stimmen, ich meine, das müsste eigentlich reichen. Also das sollte nicht großartig doof sein. Für den Fall, dass es trotzdem schief geht, schieben wir den mal hier hin. Und bauen hier mal eine Kommandozentrale. So, jetzt sind dann eigentlich alle da. Können wir es gleich noch hier hinschicken. Ocarina, lass doch die Feuerfresser vor. Na, zwei Feuerfresser. Alle Mann. Stopp. So, ihr zwei. Ah.
Bleibt doch mal stehen. Ihr zwei Feuerfresser. Da hoch. So, und jetzt der Rest hinterher. Weil die Feuerfresser sind ja eigentlich Nahkämpfer. Und überleben nicht allzu lange. Ohne Heilung. Aber das stört mich mit überhaupt gar nicht. Wir müssten eigentlich dann gleich da hochkommen können. Nicht das Gebäude angreifen, sondern einfach mal da hochgehen. Einfach mal da reinlaufen. So, jetzt wehrt euch. So, damit dürfte eigentlich alles dann soweit gesagt sein. Also müssten wir eigentlich dann soweit alle Zerg besiegt haben. Dürften eigentlich keine weiteren Zerg mehr herumstehen irgendwo. Zum Geier haben die mit der Kommandozentrale gemacht. Egal, natürlich ist das jedenfalls nicht. Brennt sie nieder, Jungs. Ja, fackelt das Ding ab. Okay, das haben wir jetzt. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Haben da. Ja, da wären doch noch ein paar Mineralien gewesen. Ja, da ist er kaputt. Und Goliaths. Ich empfange soeben eine neue Nachricht. Marshal Rayner, Sie und Ihre Männer haben gegen geltendes Kolonierecht verstoßen, als Sie eine lebenswichtige Installation der Konföderation zerstörten. Sie alle stehen ab sofort unter Arrest. Ein guter Rat. Legen Sie Ihre Waffen auf den Boden und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Seid ihr übergeschnappt? Wenn wir die verdammte Fabrik nicht abgefackelt hätten, wäre die gesamte Kolonie überrannt worden. Wenn ihr auf dem Weg hierher nicht so verdammt rumgetrödelt hättet. Ich hab's auf die nette Art versucht. Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu plaudern. Also weg mit den Waffen! Hab noch nie einen Konföderierten getroffen, der nicht ein absolutes Arschloch gewesen ist. Tja, und so fällt Marshal James Rayner bei der Konföderation in Ungnade. Wir haben es wieder geschafft. Gut, war jetzt ja auch nicht allzu schwierig, ne? Aber jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen, wie die StarCraft 2 Mod Mass Recall aussieht, wie sie sich spielt ein bisschen. Also spielt sich eigentlich wie, ja, wie StarCraft halt. Viel mehr kann man da eigentlich nicht dazu sagen. Und ich hoffe, euch hat mein kleines Oster-Special gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Gebt mir einen Daumen nach oben. Empfehlt es euren Freunden, was auch immer. Und je mehr Leuten es gefällt, desto öfter wird es dann vermutlich solche Specials geben. Wenn euch auch schon was Besonderes vorschwebt, was ihr gerne als so ein Special sehen wollt oder sowas, könnt ihr ja das auch schon mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Vorschlag und werde den beim nächsten Special, so es denn eins geben sollte, ebenfalls in Erwägung ziehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid ja beim nächsten Special auch wieder dabei oder guckt meine sonstigen Videos oder habt einfach nur Spaß auf YouTube. Das Special ist zu Ende. Ich wünsche euch was. Bis denn.